hier ist eure Shanti. Odyssee von Homer Simpson. Spaß, nur Homer. Homer. War ein Franzose, glaube ich. Auf jeden Fall diese griechischen Mythologie, ich schwöre, da ging es ab. In Hollywood verheimlichen die das, aber man sagt ja auch, dass die Griechen sich gerne mal... ne, in Puppe und so. Auf jeden Fall, das Buch hat keine Kapitel, sondern Gesänge. Da war wohl ein gewisser Franzose ziemlich auf Rotwein, als er das geschrieben hat. Und es geht um diesen Odysseus, der irgendwie nach Hause will. Und das ist jetzt echt was für nur richtige Bücherrat. Er ist ungefähr 1000 Jahre unterwegs. Und 1000 Seiten hat ungefähr auch immer noch nichts fertig. Immer noch nicht fertig. Naja, auf jeden Fall ist er mit so Menschenfressern unterwegs und mit so Zyklonen, das sind so Menschen mit einem Auge. Und mit so Sirenen, das waren die Nutten in der Zeit. Und man lernt 1000 Götterlarm. Ich werde voll oft darauf angesprochen, dass ich auch so aussehe wie so eine Göttin. Diese eine Aphrodite da, die Göttin der Schönheit. Oder die von Alkohol. Oh mein Gott, ich bin schon richtig verwirrt wegen den ganzen Namen und den ganzen Abteilungen. Isis war der Gott des Terrors. Dann gibt es noch Oasis, den Musikgott. Syphilis war der Krankengott, glaube ich. Schon wieder was gelernt, aber ist safe, würde ich sagen. Weil ich jetzt auch nicht mehr ganz genau weiß, ob man diesen Syphilis-Gott jetzt zum Beispiel etwas opfern muss, wenn man krank ist. Oder vorbeugend opfern, bevor man krank ist. Und in der heutigen Zeit stellt sich natürlich auch die Frage, was soll man eigentlich opfern? Weil früher haben die ja so Schäfchen und so Ziegen geopfert. Aber ich hasse, wenn Tiere getötet werden. Ja, deshalb esse ich auch nur Chicken McNuggets, weil da eh kein Fleisch drin ist. Ich würde auf jeden Fall vielleicht ein paar alte Schulbücher opfern und vielleicht einen abgelaufenen Joghurt. Weil ich meine, es wird am Ende doch eh alles verbrannt. Und es merken die griechischen Götter doch auch nicht, wenn da Schimmel drauf war. Wobei, nein. Nicht, dass sie dann sagen, Chantal, du Hure, du hast Schimmel geopfert. Jetzt kriegst du erstmal einen mit Dreizack. Naja, auf jeden Fall sind diese Götter auch voll oft auf die Erde gekommen und haben sich dann als Menschen und als Tiere verkleidet. Und dann knallen die Menschen, dann werden die schwanger und ein Halbgott kommt raus. Bekommt man dann eigentlich doppelt Alimente? Weil ich meine, so ein Halbgott muss doch bestimmt viel mehr essen und so. Auf jeden Fall, was ich schade finde, dass ein gewisser Herr Thor nicht dabei ist. Ich habe mir nämlich erhofft, dass da vielleicht Pflegetipps für seine Haare drin sind. Er hat die süßen Haare. Nein, er hat sie abgeschnitten in seinem neuen Teil. Warum? Ich schwöre, es war bestimmt Heidi Klum, die sofort so wegen Umstyling und so. Naja, ich hab's auf jeden Fall nicht zu Ende gelesen. Also schreibt mir in die Kommis, wie es ausgeht. Bis dann, meine süßen, eure Aphrodite.